Hallo, wir sind hier im Hotel The George in Hamburg. Ich bin auf einer Veranstaltung der Comdirect Bank und die haben mir halt hier ein Zimmer reserviert. Das The George liegt circa etwas mehr als 1 Kilometer vom Hauptbahnhof in Hamburg entfernt. Kann man auch ganz bequem zu Fuß gehen. Ist ganz leicht zu finden. Habe ich auch so gemacht. Ja, schauen wir uns das Zimmer mal an. Gleich, wenn wir rechts zur Tür reinkommen, ist das Badezimmer ausgestattet mit einer Dusche. In schwarz-weiß gehalten, der Duschbereich eher in schwarz, bis auf das Becken. Der Bereich mit dem Waschbecken ist dann, wie gesagt, auch schwarz-weiß. Duschgel, was man so alles braucht, alles vorhanden. Werde ich dann auch mal ausprobieren. Gehen wir wieder in den Flur. Alles schön mit Teppich ausgelegt, bis ins Zimmer rein. Ja, wie man hier schon sieht, Schränke, alle in schwarz mit goldenen Türgriffen. Da ist dann auch die Minibar dahinter, die schauen wir uns gleich noch an. Und ein Schrank, wo ich schon meine Tasche reingestellt habe. Minibar, Wasserkocher, was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist. Ja, das eigentliche Zimmer. Standardgröße, nichts Außergewöhnliches von der Größe her. Ausstattung, großes Bett und wie es aussieht mit durchgängiger Matratze, sowas mag ich. Kissen sind auch genügend da. Links und rechts Lampen, Lampenschalter. Es gibt kostenloses Wasser, steht drauf. Schauen wir mal. Ja. Und Radio vorhanden. Da kann man wohl auch noch iPhone oder so anschließen, oder ein iPad, Philips-Anlage, kleiner Schreibtisch, Fernseher, Hocker, schwarz-weiß-rote Tapete, gewöhnungsbedürftig, aber mal was anderes, nicht schlecht, kann man machen. Spiegel vorhanden, Stuhl vorhanden, ja, man ist so ein bisschen hier im britischen Stil. Thema Steckdosen, wie man sieht am Bett sind keine, zwei befinden sich hier so ein bisschen versteckt hinterm Tisch. Ja, wenn man da große Stecker für hat, muss man den Tisch erst ein bisschen vorschieben, sonst kommt man da nicht ran. Das ist ein bisschen bescheiden gelöst. Das sind auch die einzigen beiden freien Steckdosen, die ich jetzt hier in vernünftiger Höhe finde. Wir haben hier unten noch eine, aber das lassen wir mal außen vor. WLAN ist vorhanden, kostenlos. Ja. Das war es soweit dazu. Kann man machen, mal was anderes.